Gute Arbeitsbedingungen an der Uni sind gute Studienbedingungen. Kommt raus und streikt mit. Ein Kampf gegen Rassismus und Sexismus ist auch ein Kampf gegen Prekarisierung und Rechtsruck. Unsere Zukunft ist internationalistisch. Wir sind die Liste, die den Kampf der studentischen Beschäftigten seit über einem Jahr unterstützt. In der Kampagne stehen wir dafür, dass die Entscheidungen möglichst demokratisch getroffen werden und dass es am Ende nur einen Tarifvertrag für alle studentischen Beschäftigten gibt. In den vergangenen Monaten und Jahren hat es immer wieder Kämpfe der Studierenden in Mexiko, in Frankreich und ja jetzt auch im Iran gegeben, wo es zu verschiedenen Protesten seitens der Studierenden kam. Denn die Kämpfe sind ineinander gleich. Sie richten sich gegen mangelnde Demokratie an den Hochschulen, sie richten sich aber auch gegen die mangelnde Ausfinanzierung an den Hochschulen. Im vergangenen September ist die AfD ins Parlament eingezogen. Bald wird sie ihre eigene Studienstiftung erhalten. Das bedeutet, dass ihre Präsenz an den Universitäten sich in der nächsten Zeit wahrscheinlich sehr erhöhen wird. Für uns ist auch die Einheit der Studierenden und Beschäftigten sehr zentral. So unterstützen wir auch den Kampf der Kollegen am Botanischen Garten, die für die Eingliederung in die EFU gekämpft und am Ende gewonnen haben. Und jetzt unterstützen die Kolleginnen den Kampf der studentischen Beschäftigten. Den Grundstein für den Aufstieg der AfD hat die Agenda 2010 mit ihren Prekarisierungsmaßnahmen gelegt. Diese Prekarisierungsmaßnahmen haben Millionen Menschen in die Armut getrieben und ein Klima der Angst geschaffen. Die neoliberale AfD bekämpft diese Prekarisierung allerdings nicht, sondern tritt nach unten. Unter dem Deckmantel des Schutzes von Frauenrechten fordern sie noch stärkere Gesetze gegen Migrantinnen und Geflüchtete. Die AfD ist aber keine Partei für Frauen. Gerade sehen wir die Kämpfe im Iran, wo zum Beispiel an der Universität von Teheran die Studierenden derzeit auf die Barrikaden gehen, protestieren und zeigen, dass sie auch mit uns kämpfen müssen. Denn zum Beispiel sind es auch deutsche Unternehmen, die an den Privatisierungen der Universitäten im Iran mitverdienen. Das bedeutet eben, dass wir auch solidarisch miteinander sein müssen. Und in diesem Sinne haben wir auch in den vergangenen zwei Semestern als Liste gegen Prekarisierung, Sexismus und Rassismus immer wieder Einträge in diese Richtung gebracht. Denn wir brauchen diese internationale Solidarität. Wir brauchen das, denn unsere Zukunft ist internationalistisch. Der Kampf gegen die AfD bedeutet der Kampf für die Rechte derjenigen, die am meisten von ihr angegriffen werden. Wir brauchen daher einen Feminismus, der sich gegen die besondere Prekarisierung migrantischer Frauen, gegen Abschiebungen richtet und für kostenlose Abtreibung, finanzielle Unterstützung von Alleinerziehenden und ein Bleiberecht für andere eintritt. Wir wollen eine Universität, die im Dienste der Unterdrückten und Ausgebeuteten ist, nicht im Dienste der Unibürokratinnen oder Unternehmen. Wir versuchen an der Uni dazu beizutragen, dass es eine Studierendenbewegung entsteht, die in der Gesellschaft die soziale Veränderung unterstützt.